Mein Handy, mein Laptop, das ist mein Leben. Ich schaue die Welt durch sie an. Ich werde durch sie geschaut. Ich liebe und hasse durch sie. Ich atme durch sie. Ohne Handy bin ich wie als ob ich nackt wäre. Ohne PC bin ich halt unsichtbar. Online zu sein heißt für mich am Leben zu sein. Wenn mein Laptop grün leuchtet, wenn mein Handy klingelt oder vibriert, dann weiß ich, dass ich noch am Leben bin. Für jeden Jugendlichen heute ist das Leben wie ein Krieg. Es geht um Leben und Tod. Das Schlachtfeld ist virtuell. Nein, das mach ich schon nicht. Guck mal, da ist die Straße. Ich weiß nur, was sie so drauf hat. Oh yeah! Der Arme. Guck, wie er mit dem Arsch bewegt, wie eine richtige Frau. So, ich kann... Oh! Oh, das muss ich Kim schicken. Oh mein Gott, was guckst du denn den an? Oh nein, hallo, schlag dir den aus dem Kopf. Weißt du eigentlich, was so eine Schwuchtel das ist? Das ist ein richtiges Opfer. Der hat noch nie eine abgekriegt. Der soll mal lieber auf die Ballettschule gehen oder so. Komm jetzt her, komm, Jan ist jetzt erst mit Thema. Ja, ich meinte allen Ernstes, mir sagen zu müssen, ja, mir. Ja. Ben. Keine Ahnung, Kim. Was ist los? Kim? Kim? Was ist denn? Was ist los? Dich mache ich fertig. Habt ihr schon gehört? Die Gewinnerin des Gesangswettbewerbs wird eine CD aufnehmen. Was? Doch, ja. Und sie ist sogar von unserer Schule bei DSDS angemeldet worden. Sie braucht nicht zu DSDS zu gehen. Sie ist schon ein Star. Wieso? Bei RTL schon da? Sie ist eine Facebook-Berühmtheit. Es ist schon in der ganzen Schule verbreitet, dass diese Lena mit Dissous-Fotos ihre Kohle verdient. Man spricht schlecht über mich. Verbreitet Gerüchte. Wer spricht schlecht über dich? Alle. In der Schule und auch sonst wo. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Bei Facebook wurde so ein Fake-Account von mir angestellt mit Fotos von mir. Aber das bin ich nicht. Das ist zwar mein Gesicht, aber der ganze Körper wurde einfach bearbeitet. In dieser Realität, meiner Realität, findet ein Krieg statt. Das ist sie doch. Was ist diese Facebook-Schlampe? Oh. Oh Mensch, halt jetzt bitte wirklich, das ist nicht witzig. Das tut echt weh. Ich bin so heiß, wenn man mich wieder hinter versuchen will. Bitte wirklich mal lachen, überhaupt nicht witzig. Guck mal, so ein Drüber geht, ne? In meinem PC. In meinem Handy. In mir. Dort ist das tägliche Schlachtfeld. Also, Cybermobbing ist nicht cool, egal welche Fotos man privat macht. Keiner hat das Recht, sie ins Internet zu stellen. Ich denke jetzt nur noch an Selbstmord. Das ist die einzige Lösung.